Hallo, in dieser Videoserie möchte ich euch zeigen, wie man Vektoren addiert oder subtrahiert. Ganz wichtig. So, als Beispiel habe ich hier ein Dreieck. Die Seiten AB, AC und CB. Ein Vektor hat immer eine Richtung und eine Länge. Zum Beispiel, wir können hier den Vektor AC so beschreiben. So zeigen. So, AC. Mit einem Pfeil. Das ist Anfang, Ende oder Fuß, Spitze. Wir können das auch andersrum machen, CA, Fuß, Spitze. Also in diesem Fall AC ist gleich minus CA. M ist in der Mitte, also ist der Mittelpunkt der Strecke AB, das heißt AM Vektor ist gleich MB Vektor. Die gleiche Richtung, die gleiche Länge. Also AM gleich MB. Aber AM ist gleich minus BM. AM ist gleich minus BM. Warum? Selbe Länge, aber gegenseitige Richtung. So. Wie kann ich zum Beispiel den Vektor CM, ganz wichtig, Vektor CM, von C gehen wir zu M, durch CA und AB beschreiben. So. Also CM, Vektor, gleich, ganz wichtig, von Fuß, von dem Fuß des Vektors CM aus, von hier müssen wir hier hinkommen. Also von Fuß zu Spitze. Welche Wege kann ich hier benutzen? Ich kann diesen Weg oder diesen Weg benutzen. Deswegen können wir so vorgehen. CM ist gleich CA plus AM. Oder CM ist gleich CB plus BM. Je nachdem, welche Aufgabe wir lösen müssen, hilft uns eine dieser Strecken. Genauso kann ich den Vektor BC, das heißt, ich möchte von B nach C gehen, Fuß zu Spitze. Welche Wege kann ich hier benutzen? Ich kann von B aus Richtung M und dann von M nach oben gehen. Das heißt, BC gleich BM plus MC. Ganz wichtig, die Richtung ist immer wichtig. Von Fuß zu Spitze gehen. Oder ich kann diese Strecke nehmen. BA plus AC. Und so weiter. So, manchmal können wir diese Seiten AC oder BC oder AB oder BA kürzer benennen. Ich kann die Seite CA C nennen, die Seite BC B nennen und die Seite AB A nennen. Nenne ich einfach so. Und jetzt kann ich zum Beispiel die Strecke CM durch die neuen Bezeichnungen beschreiben. Zum Beispiel. CM, das heißt von C nach M, Spitze nach Fuß. Also, ich kann von C nach A gehen, also CA plus AM. Und CA ist gleich C, also dann schreibe ich hier C plus und AM ist gleich 1/2 A, weil M der Mittelpunkt der Strecke AB ist. 1/2 A. So kann ich auch beschreiben. Oder ich kann anders schreiben. CM
kann ich hier diese Richtung, dann nach dieser Richtung, vom Fuß zur Spitze. CM ist gleich. CB plus BM. Und wie du siehst, CB ist gleich minus B. BC ist gleich B. BC ist gleich B. Also CB, andere Richtung, ist gleich minus B. Dann schreibe ich hier minus B Vektor plus BM. BM geht dieser Richtung. Das heißt, die Hälfte von A, aber der Vektor BM hat die gegenseitige Richtung von AB. Das heißt, dann plus minus A halb. Also dann insgesamt minus B minus A halb. Also CM ist gleich minus B minus A halb. Wenn ich die Strecke DS beschreiben möchte, gucke ich, wie ich von D nach S komme. Ich kann diese Richtung nehmen. Also dann DS ist gleich DC plus CS. Oder ich kann eine andere Richtung nehmen. Ich kann von D nach S, nach A und dann nach S fahren oder gehen. DS gleich DA plus AS. Oder ich kann anders machen. Ich kann von D nach A gehen und dann von A nach B gehen und dann von B nach S gehen. Dann habe ich DS ist gleich DA Vektor plus AB Vektor plus BS Vektor. Je nach Aufgabe kann ich eigentlich die Strecke von D nach S verlängern oder verkürzen. Von B, dann kann ich hier wieder nach C und dann nach S fahren. Dann habe ich hier BC, dann plus CS. Weiter. So, genauso wenn ich die Seite CD C nenne und die Seite DA D, A, B, A und B, C, B nenne, dann kann ich diese Strecken zum Beispiel in Abhängigkeit von diesen Seiten beschreiben. Sagen wir mal DB. DB gleich DA plus AB. DA ist gleich D plus AB ist gleich A. Oder kann ich ja eine andere Strecke nehmen. Von D nach C und von C nach B. Von D nach C ist gleich minus C. Das ist die andere Richtung von C. Minus C plus von B bis nach C ist gleich B. Von C nach B ist gleich minus B plus minus B. Also insgesamt minus C minus B. Und wenn ich die Strecke AS beschreiben möchte, kann ich auch Folgendes machen. Ich kann von A nach B und dann von B nach S. Dann AS ist gleich AB plus BS. Und AB ist gleich A. A plus BS. Ich kann aber auch anders machen. Vom A bis in die Mitte der Strecke AB gehen und von dort nach oben gehen. Dann habe ich diese Strecke plus diese Strecke. Das heißt, AS ist gleich AM plus MS. Und AM ist gleich ein halber A. Also ein halber A plus MS. Und MS von dort nach dort ist gleich, ist wie von hier nach hier. Das heißt, die halbe B. Ein halbe B. Also insgesamt, wenn ich hier in der Mitte habe und dann hier nach S, MS ist gleich ein halbe B, aber auch gleich von dort nach hier minus ein halbe D.
ganz wichtig, minus ein halbe D, weil ein halbe D ist diese Richtung, minus ein halbe D ist diese Richtung. Und so weiter. So, hier haben wir ein paar Vektoren im Raum. Wir möchten Vektoren addieren oder subtrahieren. Zum Beispiel, wenn ich A plus B suche, A plus B ist gleich. So, A ist da, B ist da. Also A plus B. Ganz wichtig ist, dass du einen Begriff ganz gut verstehst. Und zwar, die Vektoren, die Richtungsvektoren sind ortsunabhängig. Ortsunabhängig. Das heißt, ich kann den Vektor B freiwillig im Raum bewegen, solange ich die Richtung von dem Vektor B und die Länge nicht ändere. Eigentlich darf ich nur die Richtung nicht ändern. Die Länge kannst du auch ändern. Zum Beispiel, B ist, kann da sein, aber kann genauso da sein. Das heißt, B, diese zwei Vektoren sind gleich im Raum. Warum? Weil die gleiche Länge haben, dieselbe Länge haben und dieselbe Richtung. Also deswegen sagt man, die Vektoren sind ortsunabhängig. Egal wo die im Raum sind, kann hier sein. Die Länge, die Richtung gleich. Natürlich kann auch andere Richtung sein. Zum Beispiel, minus B kann so verlaufen. Minus B. Das ist B, diese Richtung, minus B, gleiche Länge, andere Richtung. Das andere Richtung ist auch parallel eigentlich. Aber das ist ein anderer Vektor, das ist nicht gleich B. Warum? Weil dieser Vektor nicht parallel zu B verläuft. So, ganz wichtig. Deswegen, wenn ich A plus B bilden möchte, kann ich hier den Vektor B hier hin setzen. Dann habe ich hier parallel zu B. Dann habe ich so. Und jetzt kann ich A plus B ganz einfach bilden. Und zwar von A, also von Fuß bis Ende, bis B. So, das ist A plus B. A minus B, ganz A minus B. Minus B bedeutet diese Richtung. Gleiche Länge, aber andere Richtung. Minus B. Da die Vektoren ortsunabhängig sind, kann ich den Vektor minus B parallel verschieben. Also so. Dann habe ich minus B. Dann habe ich A minus B ist von Anfang bis Ende. Das ist A minus B. A minus B. Genauso. Wenn ich A plus B plus E suche. A plus B plus E. So. A plus B. B verschieben. Nein, nicht so. Parallel muss. So. Gleiche Länge. Das ist B. Und E. E verläuft diese Richtung, alle diese Vektoren, die nach dieser Richtung verlaufen und diese Länge haben, sind gleich E, weil die Vektoren ortsunabhängig sind. Den Begriff ortsunabhängig musst du dir merken. So, E, dann verläuft so, nicht so parallel, so machen wir mal so, ist richtig, E. Dann habe ich hier A plus B plus E, von da nach da. Das ist A plus B plus E. So. C minus E. So, C ist da. Minus E. Minus E bedeutet diese Richtung. Gleiche Länge, aber andere Richtung. Minus E. Minus E kann ich hier verschieben. Dann habe ich hier so. Minus E. Dann habe ich hier C. Von C zu minus E. Das ist C minus E. Genauso können wir zum Beispiel können wir A plus B plus E plus D minus F bilden. So. A plus B. Dann gehen wir plus B nach parallel zu B nach dieser Richtung. A plus B plus E plus E. Plus E.
Dann plus D. D verläuft so. Dann haben wir hier so. Nicht parallel. Parallel zu D. Ungefähr. Ungefähr so. Ungefähr so. Das ist D. Und plus, minus F. F verläuft so. Dann minus F verläuft so rum. Die Länge von minus F so. Ungefähr. So, dann haben wir von Anfang bis Ende den Vektor A plus B plus E plus D plus minus F gebildet. Ganz einfach. Die Vektoren selbst sind ortsunabhängig. Das ist wichtig zu wissen. So, das war das Video Nummer 1. Wir haben noch viel zu tun. In dem nächsten Video werde ich euch auch zeigen, wie man zum Beispiel, wie kann man einen Vektor durch zwei Vektoren beschreiben. Zum Beispiel linear ab, wenn die Vektoren linear abhängig sind oder linear unabhängig sind, durch zwei oder drei Vektoren. Außerdem haben wir ein paar Aufgaben mit dem Thema Teilverhältnis. Also n schneidet die Strecke AB im Verhältnis von 2 zu 3 und die Strecke BC 3 zu 1 und so weiter. Mit dem Teilverhältnis ganz wichtig und auch weitere Aufgaben mit dem Thema Teilverhältnis. Alles Gute, bis dann. Tschüss.